Hallo liebe Community, Hans-Peter Zimmermann hier. Ihr kennt mich ja inzwischen und wer mich nicht kennt, sollte sich meine früheren Videos anschauen. Am 30. Mai 2019 gegen 17 Uhr stürzte beim Flugplatz Lacote am Genfersee eine Maschine des Typs Jodel kurz nach dem Start in ein Feld. An Bord waren ein Fluglehrer, ein Pilot, der mit dem Flugzeug vertraut gemacht werden sollte, und eine Bekannte des Fluglehrers. Der Fluglehrer starb an der Unfallstelle, die beiden anderen Insassen überlebten. Was ist da passiert? Das schauen wir uns gleich an. Aber vorher, wie immer, meine persönliche Bemerkung. Viele von euch zeigen ihre Dankbarkeit für das, was ich hier tue. Und ich möchte einfach mal sagen, Danke sagen ist nicht nur gut für mich, es ist auch gut für euch. Was ich damit meine, möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Klein Fritzchen hat eine Tante und die bringt ihm jedes Mal, wenn sie zu Besuch kommt, ein kleines Geschenk mit. Fritzchen packt das immer voller Freude aus und zeigt seine Dankbarkeit, und die Geschenke werden immer größer, weil der Tante macht das natürlich Freude, wenn sie Freude schenken darf. Und ja, am Schluss erbt Fritzchen das ganze Vermögen der Tante. Fritzchen hat aber auch noch einen Bruder. Nennen wir ihn mal Dankwart. Ich glaube, Dankwart heißt keiner von euch. Und sonst bitte nicht persönlich nehmen. Ja. Dankwart bekommt auch etwas von dieser Tante, zumindest am Anfang. Aber er legt das ziemlich gelangweilt weg, er packt es nicht einmal aus. Und die Geschenke werden halt immer weniger. Macht der Tante auch nicht so viel Spaß, jemandem was zu schenken, der keine Freude daran hat. Und er geht am Schluss leer aus. Und die Moral von der Geschichte? Wer dankbar ist, genießt ein besseres Leben. Punkt. Und jetzt zu unserem heutigen Fall, der mir besonders tragisch erscheint, weil es sich um einen technischen Mangel gehandelt hat, der nicht einmal beim Run-Up festgestellt werden konnte, weil sich dieser Mangel erst ab einer Tourenzahl von 1800 gezeigt hat. Mit an Bord war ein Fluglehrer und er hat fast alles richtig gemacht. Insbesondere hat er sich selbst geopfert, um damit wahrscheinlich Dutzenden von Menschen das Leben zu retten. Es war der zweite Einführungsflug in die Jodel für den Piloten, und der Fluglehrer fragte den Piloten, als sie sich im C-Büro trafen, ob er nicht eine Bekannte mitnehmen dürfte. Und der Pilot war natürlich einverstanden. Bevor wir uns den kurzen Flug im Detail anschauen, wollen wir uns auch hier mit der Umgebung ein wenig vertraut machen. Der Flugplatz Lacote empfiehlt, wenn es Schwierigkeiten gibt beim Start, zwei mögliche Notlandefelder. Eines ist gleich hier, da muss man aber eine Rechtskurve fliegen, wobei man natürlich sehr aufpassen muss, dass man die nicht zu eng und auch nicht zu langsam fliegt. Sonst gerät man in der Kurve in den Strömungsabriss. Man nennt das auch Abschmieren. Die zweite Möglichkeit ist dieses Feld hier. Wenn man rechtzeitig die Nase runternimmt, kann man das gerade anfliegen. Aber Achtung, das ist da hinten begrenzt durch das Industriequartier. Die Flugvorbereitung verlief gewissenhaft und vollständig, und auch der Run-Up wurde korrekt ausgeführt. Den Run-Up habe ich im Video «Tödlicher Taxiflug» erklärt für die Laien. Auch beim Run-Up gab es keine Auffälligkeiten. Der Start erfolgte gegen 17 Uhr auf der Piste 04 des Flugplatzes Lacote, Lima Sierra Golf Papa, mit Ziel Lausanne La Blecherette, Lima Sierra Golf Lima. Während des Startlaufs bemerkte der Pilot, dass das Flugzeug auffällig langsam war, und er sagte das dem Fluglehrer, der wiederum fragte, ob er eventuell auf den Bremsen stehe. Das kommt öfter mal vor bei Flugschülern, dass sie irrtümlich noch bremsen. Ich demonstriere das mal anhand der Pedale meines Flugsimulators. So steuere ich das Seitenruder, so bremse ich. Ja, und so ist es eben eine Kombination. Ich bremse gleichzeitig, während ich das Seitenruder betätige. Es ist also wichtig, dass man dem Flugschüler klar macht, bitte beim Startlauf die Füße von der Bremse nehmen und nur das Seitenruder betätigen. Nachdem der Pilot bestätigt hatte, dass er nicht auf den Bremsen stehe, war es bereits zu spät für einen Startabbruch. Der Fluglehrer gab korrekterweise das Kommando rotieren, also abheben,
Und das Flugzeug hob zwar ab aufgrund des Bodeneffekts, aber es stieg praktisch nicht mehr weiter. Auch hier hat der Fluglehrer sehr korrekt reagiert. Er hat sofort gesagt, My Controls, also dass er die Steuerung übernimmt. Allerdings war er auch hier eine Sekunde zu spät und er realisierte offenbar, dass es zur Katastrophe kommt, wenn er geradeaus in das Industriequartier fliegt. Er flog dann eine Linkskurve, die musste leider sehr eng fliegen. Und da das Flugzeug eben nicht genügend Leistung abgab und es deswegen zu langsam war, schmierte er ab und stürzte in das Feld. Der Pilot und die Passagierin trugen die Bauch- und die Schultergurte und überlebten schwer verletzt. Der Fluglehrer trug leider nur die Bauchgurte und verstarb an der Unfallstelle. Die technische Untersuchung ergab eine mangelhafte Wartung. Unter anderem wurde ein Fremdpartikel festgestellt, der die Einspritzdüse des Zylinders Nummer 1 behinderte. Das Problem trat aber bei Probeläufen erst bei einer Tourenzahl von 1800 auf, weshalb das eben auch beim Run-Up nicht festgestellt werden konnte. An diesem Flugzeug wurden im Laufe der Jahre etliche Modifikationen vorgenommen. Auch hatte es am 19. Juli 2016 einen Unfall mit diesem Flugzeug gegeben, wo es zum Bruch des linken Fahrwerks gekommen war. Nach Handbuch wäre danach eine gründliche Inspektion des Motors, insbesondere des Einspritzsystems, fällig gewesen. Die allerdings wurde nicht durchgeführt. Es heißt im Untersuchungsbericht, die TBO, also die Time Between Overhaul, war weit überschritten. Aus dem Untersuchungsbericht kann man nicht ersehen, wie weit der Fluglehrer irgendwie in die Besitzverhältnisse dieses Flugzeugs involviert war. Es ist auch nicht bekannt, ob er von diesen Wartungsmängeln wusste. Wenn er nichts wusste, ist der Fall besonders tragisch. Ich habe im Titel gesagt, der Fluglehrer, der fast alles richtig gemacht hat. Richtig war, dass er nach V1 das Kommando zum Abheben gegeben hat. Richtig war, dass er sofort nach dem Abheben, als er merkte, dass das Flugzeug nicht weiter stieg, die Controls übernahm. Richtig war auch, dass er eine Katastrophe verhinderte, indem er dafür sorgte, dass das Flugzeug nicht ins Industriegebiet abstürzt. Nicht ganz richtig war, dass er nur die Bauchgurte trug. Wenn er die Schultergurte getragen hätte, hätte es ihm wahrscheinlich das Leben gerettet, genauso wie den beiden anderen Insassen. Und wenn ich mir von meinen Fluglehrern etwas wünschen könnte, wenn irgendetwas ist während des Startlaufs, sofort den Start abbrechen und nachher diskutieren. Der Entscheid, den Piloten zu fragen, ob er eventuell auf der Bremse stehe, mit diesem Entscheid hat er genau die paar Sekunden verschenkt, die ihm vielleicht das Leben gerettet hätten.